So, hat der Weg irgendeinen Sinn? Hi, Drache. Okay. Okay. Das hatte mal gerade überhaupt keinen Sinn. Nein, nein, dreh dich mal um. Da unten war noch was, oder? Das ist bestimmt der Eingang, oder? Ja, genau. Supi. Tja, 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 tja. Tja, hier lang geht nicht. Hier war ich. Es ist offensichtlich viel zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich schäme mich etwas. Ja, ich schäme mich. Ich muss mal ganz ehrlich wirklich überlegen, wie lange ist es her, dass ich das Spiel das letzte Mal so voll durchgespielt habe. Nicht nur mal angemacht und den letzten Boss mal wieder aus reiner Nostalgie gegangen. Nee, wirklich voll durchgespielt. Das sind ein paar Jahre, ganz ehrlich. Ach doch, ich kann doch bei dem Scheißhund hier weiter. Da drüben ist ja ein Angelpunkt für die Klaue. Oh. Und schon wieder ewig viel Umweg gemacht für nichts und wieder nichts. Immerhin sterben die Hunde sehr schnell. Das ist gut. Geben ja auch kaum Erfahrung. So, hier können wir so weiter. Dann machen wir so hier rum. Du stehst auch im Weg, ihr steht alle im Weg, ihr seid alle nur dumm und im Weg. Ja, verwirr sie halt. Ja, ist gut, ist alles okay. Ja, ich hab's gesehen, ich muss Magie auffüllen. Erledigt. So, ich glaube, dort oben lang komme ich jetzt noch nicht zum Drachen. Ich muss von unten kommen. Von hier drüben. Das wäre noch der Weg raus. Noch eine Medusa im Weg. Oh, Madame ist nützlich. Naja, mehr oder weniger. Immerhin gereicht wird's haben. Also will ich gar nicht so viel meckern. Von den Höhenunterschieden her kann irgendwie was nicht so ganz stimmen, würde ich sagen, mit den verschiedenen Lavaseen. Aber ist okay. Hi, Drache. Der Siam-Drache. So, so. Schauen wir mal, was die Nebelaura bringt. Oh, es war kein Instant Kill. Ich bin begeistert. Einer weniger. Die Medusa drüben dürfte jetzt auch weg sein. Ja. So, jetzt schauen wir uns nochmal im Großen an, was das an ihm alleine macht. Ja. 1500, also ziemlich normal. Okay. Die Flammenaura. Oh, wieder steht. Nee, die machen wir nicht. Die Felsenaura, so um den Spaß. Oh, 1700 sogar. Ist noch besser. Die Donneraura. Krach, bumm. Oh, anfällig. Hm, trotzdem nur 1100. Nee, ich mach Felsenaura. Danke, Madame. Ich verbrauche die Magie. Ich fülle sie wieder auf. Ich verbrauche die Magie. Weil ich Zaubertränke sauf. Olle. Bei ihr macht es irgendwie viel mehr als bei mir. Ich verstehe das nicht. Sie ist einfach besser als ich. Gut, 5 Level Unterschied. Okay. Thank you.
Ach Gott, noch eine Farm mehr. Oh. Gut. Den werden wir los. Müssen wir jetzt echt noch die Hündchen machen, um rauszukommen. Das ist gemein. Wenn man es eigentlich schon gepackt hat. Das ist echt gemein. Gut. Ja. Stirb einfach. Irgendwas stimmt, glaube ich, mit dem Sprite nicht so ganz, mit dem Rand hier. Aber okay. Nächstes Stockwerk. Wir kommen höher und höher und höher. Heilen wäre, denke ich, nicht so verkehrt. Und was soll's, wir haben genug von den Dingern. Die werden uns nie ausgehen, also können wir auch ruhig die Magie auffüllen. Ja, logischerweise. Wir müssen auch noch den Turm wieder machen, quasi. Und der Weg in dem scheiß Turm ist genauso verwirrend wie überall anders. Ich weiß es nicht mehr wirklich. Ganz ehrlich. Ich laufe einfach mal. Hier nach rechts geht's noch weiter. Da sind auf jeden Fall auch schon mal Hunde im Weg. Ja, da wäre der Boss schon. Da wird er schon stehen, der scheiß Vogel. Ja, von dort oben muss ich herkommen. Ja, dann sehen wir zumindest mal eine Richtung, wo ich lang muss. Nein, nein! Scheiße. Ja, es kommt dann von, wenn man Hans Guck in die Luft spielt und überall anders hinschaut als auf den Boden vor einen und dann zu lange gedrückt hält. Dann passiert genau das. War natürlich nur zu Demonstrationszwecken. Ich wollte euch nur zeigen, dass man da runterfallen kann. Also passt gefällig auf, macht nicht so doofe Sachen und fallt da runter oder so. Muss man sich ja schämen für euch. So, tja. Ich gehe mal da drüben bei den Hunden hoch. Das könnte nach dem richtigen Weg aussehen, so in etwa. Einfach etwas Flammenaura. Ja, sehr gut, ich darf sogar zuerst. Und dann sind die ganz schnell weg. Jeder Gegner müsste gegen irgendwas so anfällig sein, dass es so schnell geht. Und ich dürfte immer zuerst. So, hier lang. Ganz vorsichtig laufen. Dasselbe nochmal. Ja, gut, einer weg. Ist auch okay. Dann stirbt der andere noch schneller. Sehr gut und ich darf. Ach Mist, der widersteht. Sauerei. Klack, 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 klack. Sehr tot. Das finde ich gut. So. Ha, nee, also der Weg war doch jetzt nicht der richtige. Dann vielleicht dort unten in den Tunnel rein und bei dem Dingens, Sardalle, Herr Niese, bei dem wieder raus. Das könnte dann vielleicht auch klappen. Oder hier mal hoch schon. Nee, hier geht's nicht. Scheiße, hier komme ich nicht raus. Mist! Ja. Mache ich halt mal die Hunde hier. Warum ist mein Menü wieder resettet? Hm. Phobia, mach was! Nein, du bist ein Phobia. Ja, Overkill, aber auch gut. Ist mir auch recht. Was wäre euch übrigens lieber? Soll ich meine weiteren Super Nintendo Rollenspiel-Dingens Let's Plays jetzt hier weiter so, sagen wir, ein Drittel blind machen, dass ich die Spiele zwar schon 10-mal durchgespielt habe, aber es eine Zeit lang her ist und ich nicht mehr genau weiß und mich deswegen an so kleinen Ecken wie hier verlauf? Oder nervt euch das nur und ich soll bitte den Guide in die Hand nehmen oder parallel aufmachen und zumindest mal eine Karte oder so, dass ich mich nicht verlaufe. Sagt einfach, was euch lieber ist und dann
kommen wir uns da, denke ich, schon einig. So. Ich weiß, da war ein einziger doofer kleiner Weg, an dem ich immer vorbeigelaufen bin. Schauen wir mal. Also hier drin geht's nach links, aber weiter geht's nicht mehr und nach rechts geht's überhaupt nicht. Also der Tunnel... Ah, nein, hier noch nach links. Weiter nach links geht's nicht. Nach unten geht's. Hier nach rechts, aber da ist Sackgasse. Und hier drin geht's nicht nach rechts, sondern nur nach links, aber ist auch Sackgasse. Und hier oben ist auch Sackgasse. Das heißt, dieser komplette linke Weg ist es nicht... Machen wir es halt nach dem Ausschlussverfahren. Was soll's?